Hallo zusammen. Heute machen wir einen Auflauf. Dafür benötigen wir Zimt, Butter, Eier, Äpfel, Toastbrot, Milch und Zucker. Als erstes mischen wir ein wenig Zucker, was schon drin ist, mit Zimt. Lässt der Zimt sich auch besser zerstoßen. Dann noch ein bisschen mehr Zucker dazu. So, damit wir so einen schönen Zucker-Zimt-Misch haben. Einmal noch durchrühren, damit sich der Zimt auch gut verteilt. Und zur Seite stellen. Jetzt brauchen wir eine Schüssel. Bereiten die Äpfel vor. Aha, alles hier im Schnelldurchgang. Zack, zack, zack. Oh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer Apfelauflauf. Schön süß. Vanilleeis passt sehr gut dazu. Ich esse ihn nachher mit Sahne. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso gut wie mir. So, nachdem wir die Äpfel geschnitten haben, stellen wir die schon mal rüber. Jetzt nehmen wir uns Milch, einen Messbecher und dann 300 ml Milch abmessen. Könnt auch ein bisschen weniger Milch nehmen. Dann ist die Konsistenz ein bisschen mehr wie Kuchenteig. Aber ich mag das, wenn es ein bisschen klitschiger ist. So, jetzt die Äpfel durch den Fleischwolf. Und da kommt auch schon das leckere Apfelmus. Ja, mit der Konsistenz kann man mal feilen. Ich denke mal, wenn man nur die Hälfte der Milch nimmt und ein bisschen mehr Brot, hätte man auch einen Kuchen. Aber ich mag es als so einen klitschigen Auflauf einfach lieber. Ja, und jetzt machen wir die Äpfel klein. Jetzt holen wir das Brot. Das zupfen wir in lange Streifen. Die langen Streifen ziehen sich nämlich bestens durch. Ein Stück Butter kommt auch mit rein. Also da seht ihr jetzt auch, die Butter geht natürlich durch wie nix. Sieht fast aus wie Käse. Ja, was da rauskommt, ist schon das Sandwichbrot. Bisschen bröselig. Ja, also kann man das auch alles wunderbar vermengen. Ja, wie gesagt, die Butter einfach daumendick von so einem Stück Butter abschneiden. Das ist ja alles keine Wissenschaft, das kommt ja nicht auf den Gramm an. Vom Toastbrot ungefähr die halbe Packung. So, und ja, da habt ihr das nochmal gesehen, die Hälfte ist ungefähr noch über. So, das sieht jetzt sehr bröselig aus. Da kommt jetzt die Milch zu, zack. Und drei Eier. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin erzählt hatte, das waren drei Äpfel, die ich da mit reingemacht habe. So, das waren 6 Löffel Zucker-Zimt-Mischung. Das jetzt einmal schön durchrühren. Kneten kann man ja gar nicht dazu sagen, so flüssig wie das ist ja mehr ein Rühren. Mal abschmecken, ob das mit dem Zucker auch passt, jawohl. Einmal die Hand abgewaschen und jetzt alles in die Auflaufform. Hier habe ich einen Römertopf benutzt, den muss man eine halbe Stunde vorher wässern, weil sonst platzt er euch im Ofen. Und noch ein bisschen Zuckerzimt oben drüber. Und dann bei 180 Grad ab in den Ofen. Da bleibt das Ganze so ungefähr 1,5 Stunden. So, 1,5 Stunden später sieht es dann so aus. Ja, wie so ein richtig leckerer Auflauf. Er sieht jetzt gleich, wenn ich ihn raushole, auch noch sehr flüssig aus. Das liegt daran, weil ich wieder nicht warten konnte und ja, keine Zeit zum Abkühlen. Warum auch warten, wenn man es auch heiß essen kann? Und zum Eis ist warm natürlich auch noch ein bisschen leckerer. So, natürlich auch auf die falsche Seite gestellt. Dadurch habe ich jetzt Probleme beim Rausholen, weil ich euch nicht den Arm vor die Kamera halten möchte. Aber egal, klappt schon so einigermaßen. Ist halt auch einfach noch ein bisschen zu weich. Es ist wieder die Gier, der Futterneid oder was auch immer hier gerade durchkommt. Aber es schmeckt warm auch einfach am besten.
So, noch die kleinen Restrosts. Zack, zack, zack. So, dann noch ein bisschen Sahne dazu. Nutella hätte jetzt schöner sein können. So sieht das jetzt aus. Aber ich kann jetzt gleich dazu sagen, es schmeckt besser, als es aussieht. So ist die Konsistenz, wenn es ein bisschen steht und abkühlt. Es wird dann auch immer fester. Ja, wenn es euch schmeckt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, abonnieren und bis denn dann.